Herzlich willkommen, mein Name ist Pat Hock und der Patient des heutigen Tages ist der Legic Vintage 2010 vom unabhängigen Abfüller Signatory Vintage. Heute bin ich auf der Insel Mull bei der Brennerei Tobermory, die unter eigenem Namen nicht rauchigen Single Malt Whisky abfüllt und die rauchige Variante aus der Distille schreibt sich Ledaig, jeder spricht's anders aus, ich sag Legic. Ja? Das hier ist keine Originalabfüllung, was ich hier stehen habe, das ist vielmehr eine unabhängige Abfüllung, sprich ein Fass, das nicht die Distille selbst abgefüllt hat, beziehungsweise Fässer, zwei sind es in dem Fall, die nicht die Distille selbst abgefüllt hat, sondern die wanderten zu einem Unternehmen, das dann halt selbst irgendwann entschieden hat, wann sie diese abfüllen. Sie handeln komplett unabhängig von den Brennereien, deswegen nennt man diese Unternehmen unabhängige Abfüller. Dieser hier, Signatory Vintage, ist in Schottland einer der größeren. Hier wurden zwei Fässer abgefüllt, und zwar zwei First Fill Bourbon Barrels. Destilliert am 21.06.2010 und in die Flasche gefüllt auf den Tag genau 7 Jahre später, am 21.06.2017. Der Kollege kommt aus der Anchill Filtered Collection von diesem unabhängigen Abfüller Signatory Vintage. Erkennt man an diesen Silberdosen, erkennt man an der fehlenden Kühlfilterung, erkennt man am Alkoholgehalt von 46 Volumenprozent. Der Whisky ist nicht gefärbt. Ja, und man sieht gleich, der hat eine leichte Trübung. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, im Glas dann bestimmt. Ja. Von Legic probiert habe ich hier im Video schon den 10-jährigen, die Originalabfüllung, 18-jährige Originalabfüllung, Tobermory 10 Jahre Originalabfüllung und ich glaube einen unabhängigen hatte ich hier noch nicht. Gut, der Whisky ist nur 7 Jahre alt. First Fill wirkt sich in dem Falle mit einem fahlen Stroh auf den Whisky aus. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich hatte schon sehr, sehr rauchige Legics und ich hatte schon weniger rauchige Legics und ich hatte auch schon merkwürdig rauchige Legics. Mal gucken, in was für eine Richtung der Kollege jetzt hier geht. Ja, den Rauch habe ich, aber ich habe auch direkt eine Frucht und das wundert mich jetzt. Ich meine, ich habe beim original abgefüllten Tobermory mit 10 Jahren, da habe ich hier im Video eine Miniatur von dem 10-jährigen Tobermory besprochen, als Brennereicharakter Fruchtigkeit die Mango. Und die habe ich hier tatsächlich auch. Eine leichte Würzigkeit vom Eichenholzfass ist da. Und der Rauch, der hat hier so einen leicht ätherischen Touch. Riecht ein bisschen wie Salbe. Ja, daran erinnert es mich, Salbe. So eine Bepanthen Wund- und Heilsalbe. Er ist recht einfach, was halt dem Alter einfach geschuldet ist. Aber man muss halt bei diesem Whisky mit der Erwartung daran gehen, was kann nach 7 Jahren kommen. Ja, und bei diesem Alter gehe ich einfach mal so an den Whisky ran, dass ich gucke, ob er irgendwie scharfe Bestandteile hat oder ob Fehlaromen drin sind. Und von der Nase her muss ich das verneinen. Ja. Also der ist zwar recht pur, recht einfach, aber auch ehrlich angenehm. Slange. Im Mund selbst sehr süß, als ich ihn geschluckt habe, tatsächlich so eine leicht salzige Assoziation. Die jetzt tatsächlich stärker wird, der ist wirklich maritim, schmeckt wie Gicht. Gischt? Gicht? Nein, Gicht ist das falsche Wort. Schmeckt nach Gischt. Ja, nee, also, ja gut, dann wird vielleicht die Salbe passen, ne, bei Gicht. Relativ simpel gehalten im Geschmack, wie gesagt, diese anfängliche Süße, die dann abgelöst wurde von der intensiven Assoziation nach Salz. Der Rauch, der den Mund auskleidet und im Abgang tatsächlich so ein Hauch von Eiche und so ein Hauch von dieser Mangofrucht. Aber ganz dezent, also der ist primär salzig-rauchig mit unterschwelliger Süße. So kann man es stehen lassen. Der riecht jetzt auch so ein bisschen wie so ein Verbandspäckchen. Süßes Verbandspäckchen. Also süß ist er auf jeden Fall in der Nase. Das kann man sofort riechen. Da tut sich auch ein Einsteiger nicht schwer dran. Rauchig und süß. Und dann halt so die Mango ganz, ganz entfernt. Also ich hatte sie beim ersten Mal deutlicher, beim zweiten Mal rieche ich sie nur, weil ich weiß, dass sie da ist. Aber die Frucht ist hier auf jeden Fall in den Hintergrund gerückt. Und macht jetzt so ein bisschen diesem maritim Platz. Also der Whisky verdient definitiv das Prädikat maritim.
Ja. Dieses Wechselspiel aus anfänglich süß, jetzt salzig, jetzt kommt tatsächlich noch so ein Hauch Zitrus dazu. So ein bisschen was Spritziges. Jetzt mal kurz die Mango, ja. Hatte ich beim ersten Mal erst im Abgang, jetzt habe ich sie leicht im Geschmack. So. Ja, die Süße erinnert mich so ein bisschen an Puderzucker. Und eine Puderzuckersüße. Der ist noch nicht alt genug, damit es eine kräftige Vanille wird. Und im Abgang so ein Hauch Eiche und der Rauch. Zieht es doch trotz nur, in Anführungsstrichen, nur 46 Volumenprozente relativ lang hinten raus. Wenn ich den 7-jährigen Signatory Vintage jetzt mit dem original abgefüllten 10-jährigen vergleiche, dann finde ich, dass der original abgefüllte ein bisschen intensiver ist, was diese ätherische Note betrifft. Vielleicht ein bisschen runder, der hat hier die eine oder andere Ecke und Kante drin. Ist ein schöner Whisky für die 35 Euro, was die Flasche kostet, kann man den auf jeden Fall mal probieren. Er ist relativ simpel, aber muss ja nichts Schlechtes sein. Er kommt sehr ehrlich daher und wenn ein bisschen rauchigen Whisky riechen und ein bisschen rauchigen Whisky trinken mag, für den kann der Whisky sicherlich nicht falsch sein. Auch wer jetzt vor der Entscheidung steht, ich möchte mal einen unabhängigen Abfüller ausprobieren, ich stehe auf Rauch, was könnte ich mir dazulegen, ist auch der hier sicherlich nicht der falsche. Das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich mal bei Feingeist in Mempris besuchen kommt. Haut rein!